Wenn deine TikToks immer zwischen 200 und 400 Views stehen bleiben, dann schenke ich dir heute meine Checkliste, damit das nicht mehr passiert. Die gute Nachricht ist, es liegt nicht unbedingt daran, dass dein Video schlecht ist, sondern nur ein klitzekleiner Teil von deinem Video nicht so optimal ist für TikTok Shorts oder Reels. Und den optimieren wir heute. Und das ist einfacher, als du wahrscheinlich denkst. Wenn du auf TikTok konsequent zwischen 200 und 400 Views nur bekommst, dann liegt es nicht daran, dass du geshadowbanned wurdest, was für Hashtags du benutzt, was für eine Musik du benutzt, ob du eben bei irgendeinem Trend mitgemacht hast, zu welcher Uhrzeit du hochlädst, was für eine Kamera du benutzt oder ob du in die Kamera tanzt. Es ist nur ein ganz kleiner Teil von deinem Video wichtig. Mein Team und ich produzieren aktuell über 300 TikToks für die verschiedensten Kunden und auf alle diese TikToks haben wir Zugriff und auf deren Statistiken. Und da sieht man ganz klar, dass es einen Trend gibt für Videos, die schlecht performen und unter 1000 Views bekommen. Und Statistiken sagen uns ganz klar, bei einer so geringen Aufrufzahl liegt es an der Hook. Am Einstieg, wie du das Video anfängst. Um den TikTok-Algorithmus nochmal kurz zu erklären. Du lädst ein Video hoch und dann wird es erstmal immer zwischen 200 und 400 Leuten vorgeschlagen. Und diese 200 und 400 Leute entscheiden dann anhand ihres Sehverhaltens, ob dein Video dann anderen Leuten auf der For You-Page vorgeschlagen wird oder eben nicht. Und wenn sie ein Video innerhalb der ersten 2 Sekunden weiter swipen, dann ist es ein klares Signal für TikTok, dieses Video ist nicht weiterempfehlenswert. Das ist der Grund, warum deine Videos stehen bleiben und das ist der Grund, warum du die ersten 2 Sekunden optimieren musst. Also anstatt da 200 Aufrufe steht bei der TikToks, könnte auch stehen, 0 Leute haben dein Video länger als 3 Sekunden gesehen. Ein bisschen übertrieben, aber generell stimmt das leider. Bei Talking Head Videos, bei Laber Videos ist es so, dass 80% der Inhalt sind und 80% des Inhalts ist die Hook. Du kannst mit einer guten Hook einen schlechten Inhalt dann nachretten, aber nicht andersrum, weil sich niemand den Rest angeschaut hat. Du musst dir immer überlegen, wie ist das Zuschauerverhalten auf der Plattform, auf der ich mein Content ausspiele. Bei LinkedIn haben wir den Vorteil, dass man neben dem Video auch noch eine textliche Hook oben drüber hat, wenn man das sieht. Bei TikTok ist das Zuschauerverhalten aber so. Die swipen so durch ihre For You-Page durch und entscheiden innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde, ob sie dein Video ansehen werden oder nicht. Und in diesem Bruchteil der Sekunde sind meistens die Kleinigkeiten, die entscheiden, ob ein User sagt, das Video will ich weiterschauen oder nicht. Und heute schenke ich dir meine persönliche Checkliste, die ich nutze in der Produktion für TikToks für Kunden, sodass wir sicher gehen, dass ein Video bestmöglich mehr als 200, 300, 400 Aufrufe bekommt. Ich zeige dir jetzt gleich meine Checkliste und danach gehen wir die einzelnen Punkte anhand ein paar konkreter Beispiele durch, um zu beweisen, wenn man nur 1, 2 von diesen Kleinigkeiten mit drin hat, sorgt das dafür, dass ein Video nicht gesehen wird. Okay, das ist meine Checkliste, um deine ersten 2 Sekunden eines jeden TikTok-Videos zu optimieren. Sie hat nur 10 Punkte und ich habe sie aufgeteilt in 2 Kategorien. Wir haben einmal den Punkt Verpackung und einmal den Punkt Inhalt. Mit Verpackung meine ich, das Video soll wirken, als wäre es wie für TikTok gemacht. Bedeutet, es wirkt nicht sofort wie Werbung, also keine URLs, keine Social-Icons, von wegen hier ist mein Instagram-Kanal, kein Wasserzeichen, kein Logo oder du hast irgendeine Formulierung, die sich nach Werbung anhört. Hey, hier, wir haben 70% Summer Sale oder irgendwie so. Raus. Punkt Nummer 2, nicht zu viele Dinge dürfen gleichzeitig passieren. Wenn du hier oben eine Einbindung hast, hier unten, da noch ein Bild, da noch ein Icon und hier sprichst du, dann ist das zu viel. Das gleiche auch für die Postproduktion. Wenn du alles voll mit Animation klatscht und das Auge verwirrst, dann sagt der User, das ist mir zu anstrengend, ich gucke das nächste Video. Punkt Nummer 3, ist der Bildausschnitt passend für 9:16, also hochkant, gewählt oder wirkt das Video, als wäre es ursprünglich ein Breitbildvideo und das musste jetzt gecroppt werden, damit das irgendwie in dieses Format passt, aber eigentlich ist das Gesicht viel zu nah dran und das wirkt richtig unauthentisch und nicht für TikTok gemacht. Nummer 4, sind Untertitel oder Text gut zu lesen? Was viele machen, sie packen die Untertitel oder Text ganz nach unten ins Video, aber da ist später in der App die Beschreibung vor oder sie wählen eine Schriftart oder eine Schriftfarbe, die richtig schlecht zu lesen ist. Punkt Nummer 5, ist deine Stimme oder der Sound einfach zu verstehen? Wenn du dein Mikrofon irgendwie am anderen Ende des Ganges hast und es ist richtig anstrengend, dir zuzuhören, wegen schlechtem Mikrofon, weil du nicht nah am Mikrofon bist, weil du Musik viel zu laut hast, dann sagt der User, nee, ist mir zu anstrengend, ich swipe weiter. Kommen wir zur zweiten Kategorie und das ist der Inhalt. Versteht der Zuschauer sofort, was ihn gleich erwartet? Punkt Nummer 6 also, funktioniert dein Video zusammenhangslos? Wenn es wirkt wie ein Ausschnitt aus einem random Podcast und man weiß gar nicht, worum es geht und man muss richtig krass darüber nachdenken und es gibt auch keine hilfestellende Texteinblendung, dann swipe der User einfach weiter. Punkt Nummer 7. Geht es direkt mit dem Thema los? Also kein Hallo und herzlich willkommen, keine Anfangsanimation und auch keine halbe Sekunde, die du brauchst, weil du zu faul warst, den Atmer am Anfang des Videos wegzuschneiden. Punkt Nummer 8. Ist der Anfang einfach zu verstehen?
Ein großer Fehler oft bei Labervideos ist es, dass Leute einen Hook drin haben, also einen Einstiegssatz, der ein bisschen um die Ecke gedacht ist oder der versucht wurde, intellektuell irgendwie schlauer wirken zu lassen. Aber dadurch, dass man versucht hat, irgendwie den intellektuell wirken zu lassen, verstehen ihn die Leute nicht und das ist ihnen dann zu anstrengend und dann swipen sie weiter. Punkt Nummer 9 ist in den ersten 2 Sekunden eines dieser Triggerthemen erkennbar. Also wird eine Geschichte eingeleitet, geht es um Finanzen, Gesundheit, Liebe, um sehr bekannte Promis, um sehr bekannte Marken oder um ein Thema, was deine Zielgruppe in deiner Nische perfekt oder direkt anspricht. Und Punkt Nummer 10 wird eine Spannungskurve aufgebaut. Das kann man machen, indem man eine Geschichte beginnt. Man kann eine Transformation anteasen, vorher, nachher. Oder man kann einfach ein typisches Listicle machen. Meine Top 3 Dinge, meine 7 Top 3 Dinge, meine 3 besten Tipps, irgendwas. Die fehlende Spannungskurve ist aus meiner Sicht der größte Faktor, warum Videos nicht mehr als 400 Aufrufe bekommen. Schauen wir uns das mal an ein paar Beispiele an. Wir schauen uns erstmal Negativbeispiele an und dann schauen wir uns ein paar positive Beispiele an. Ich habe einen LinkedIn-Post gemacht, wo ich gesagt habe, hey, wenn ihr mutig seid und ihr habt kein Problem, geroastet zu werden, dann schickt mir eure TikTok-Kanäle, wenn ihr nur konsequent zwischen 200 und 400 Views bekommt. Und da haben sich echt einige gemeldet, die so mutig waren und dafür erstmal möchte ich einen großen Applaus in die Runde, dass sie diesen Mut haben. Aber jetzt wird es Zeit, die Wahrheit auszusprechen. Was wir machen werden, wir werden uns wirklich immer nur die ersten 2 Sekunden anschauen und dann drücken wir auf Stopp. Denn das ist das, was der User hat, um zu entscheiden, ob dein Video gesehen wird oder eben nicht. Das erste Video hat 281 Views und ist auf dem TikTok-Kanal von Bennis Buffet. Stopp. Okay. Würdet ihr dieses Video weiterschauen? Ja oder nein? Das erste, was auffällt, die Untertitel sind überhaupt nicht lesbar. Also, die sind erstmal sehr weit unten platziert und dann haben wir Orange über Orange und die kommen gar nicht zur Geltung. Dann haben wir kein Versprechen. Ja? Also, es wird keine Spannungskurve aufgebaut. Anstatt zu schreiben, New Vegan Pizza Place in Berlin, könnte man sagen, check out this. Oder here's one of my favorite Vegan Pizza Places in Berlin oder Secret Vegan Pizza Place, das wäre mehr ein Versprechen. Und das größte Problem ist, es wirkt sofort wie Werbung. Es kommt einfach nur random eine Pizza rein mit der Schrift, wenn man sie lesen würde, New Vegan Pizza Place in Berlin. Also diese Formulierung lässt es sofort wirken wie Werbung. Das nächste Video kommt von aho.bio und das hat 336 Aufrufe und wir schauen rein. Poste und erschreck dich nicht, alles ist Stopp! Würdet ihr dieses Video weiterschauen? Ja oder nein? Ich weiß, ich würde es nicht machen. Das größte Problem ist, es passiert zu viel. Also es ist vom User, das ist zu viel Verwirrung. Also wir haben hier einen Typen, der eine Facepalm-Emotion macht, der hat man unten viel zu viel Text und dann gibt es in der ersten halben Sekunde direkt einen Schnitt und man weiß gar nicht, worum es geht. Also es passiert viel zu viel. So, dann haben wir viel zu viel Text unten und der ist zu weit unten. Bedeutet, da unten wäre die UI davor, also sie ist nicht lesbar. Und es wird gar kein Ergebnis angeteased in dem, was gesagt wird. Ihr habt eigentlich schon eine gute Hook, und zwar im Text. Das ist mit Abstand mein Lieblingsrezept für Nudeln. Und ich hätte das einfach gesagt, anstatt 4 Sinneseindrücke gleichzeitig zu haben. Das ist leider zu viel und das Hauptproblem, es ist zu verwirrend für den User. Ein weiteres Video von Aho Bio, was 423 Aufrufe hat. Wir schauen kurz rein. Knock, knock, knock. Stopp! Eines der Grundprobleme ist wieder, dass es zu verwirrend ist für den User. Man hat eine Headline, die oben ist, Adventskalender, Fotoshooting im sonnigen Oktober, warte auf die Ergebnisse. Die Spannungshaltung ist gut, erwarte auf die Ergebnisse, aber wenn dein Versprechen ist, Adventskalender, Fotoshooting im sonnigen Oktober, dann muss irgendwas mit Weihnachten direkt in die Fresse knallen. Aber hier, man das Auge sucht und man versteht überhaupt nicht, worum es geht. Und bevor man das vielleicht entdeckt hat, gibt es schon einen Umschnitt und dann kommt ein Musikeindruck. Es ist zu verwirrend. Das Auge weiß nicht, wohin. Das nächste Video ist vom TikTok-Kanal der Punkt Scheinwerfer. Und wir schauen mal rein. Das hat 88 Views. Grundproblem, es wirkt, ehrlich gesagt, wie so ein AliExpress-Produktvideo. Und das machen viele. Oder das ist bei vielen Videos so, die sehr wenig Aufrufe bekommen, weil sie irgendwie eine Slideshow animieren und dann da noch ein Bild rein und da noch ein Bild rein und dann noch irgendeine random Stock-Footage-Musik. Es wirkt dann einfach wie so ein Produktvideo auf Amazon oder schlimmer noch bei AliExpress. So, also das wirkt wie Werbung. Durch die Bildeinblendung ganz oben dann noch die URL drinne. Die Hook ist aber eigentlich gut. Also man kann den Text gut lesen. Der positive Effekt von Kraftausdrücken in Online-Bewertungen, das ist ein typisches Nischenthema. Aber es wirkt auf jeder Hinsicht sofort wie Werbung. Und deswegen hat es nicht funktioniert. Ein anderes Video von der Scheibenwerfer, was schon besser war, was auch schon vom reinen Inhalt her eigentlich sehr interessant ist.
wie die Ferrero-Familie ein Schokoladeimperium aufbaute. Stopp! Headline richtig gut. Aber es sind zu viele Sinneseindrücke. Wir haben oben die URL, wirkt wie Werbung. Dann haben wir 5 Sachen, die gleichzeitig in dem Video passieren. Also wir haben dann hier die URL, dann das Logo, dann kommt ein Bild reingesprungen, dann haben wir Text hier unten, dann haben wir hier unten noch die animierte Waveform und dann kommt direkt noch ein Video. Also ich bin direkt angestrengt, wenn ich dieses Video sehe und das wird auch der Grund sein, warum alle User sofort weitergeswiped haben, obwohl der Inhalt eigentlich richtig stark wäre. Also ich würde es nochmal in simpler probieren, ohne die aufploppenden Videos, ohne die Waveform-Spur da unten, ohne die Werbung oben mit der Scheinwerfer. Und Ferrero ohne das Nutella-Glas dick fett in die Mitte, aber nur eins davon. Das nächste Video kommt von der guten Claudia Rabia Mönnig. Und dieses Video hatte 238 Aufrufe und wir schauen uns die ersten 2 Sekunden an. Und wir sehen schon direkt, es startet mit einem Schwarzbild. Und die Frage, die wir uns alle stellen, was zum Teufel? Stopp. Es ist knapp. Also das Hauptproblem ist, dass sie hier einfach nicht auf den Punkt gekommen ist. Also sie sagt, die Frage, die wir uns alle stellen, und dann geht es um den eigentlichen Inhalt. Was zum Teufel macht den erfolgreichen Content aus? Aber leider sind diese 1,5 Sekunden, wenn man sich noch kein Branding auf einer neuen Plattform aufgebaut hat, dass man nur wegen des Gesichts stehen bleibt und nicht wegen des Inhalts, wird das nicht funktionieren. Deswegen starte direkt mit der Hook, die du danach hast. Was zum Teufel macht den erfolgreichen Content aus? Hier ein Video vom guten Tim. Das hat 473 Aufrufe und er redet über Fantasy Football. Hören wir mal rein. Die Ravens und Bengals machen mit ihren Fantasy-Stars wie... Stopp! Okay, wow. Also, Ton, du bist sehr, sehr, sehr schwer zu verstehen. Alleine, weil das Mikro leider nicht so optimal ist. Die Musik ist zu laut und das ist der Hauptfaktor. Alleine, also das ist so ein Totschlagargument. Wenn du nicht zu verstehen bist vom Ton her, die Leute swipen immer noch weiter. Dazu kommt halt, der Text oben ist okay. Die Ravens und Bengals machen mit ihren Fantasy Wars. Das ist, glaube ich, okay für die Nische. Aber alleine der Ton... Das wird der Grund sein, warum keiner das Video länger als 2-3 Sekunden geschaut hat, weil es einfach zu anstrengend ist zum Konsumieren. So, ich habe noch 2 weitere Videos vom Tim, weil die noch exemplarisch sind für ein paar andere Sachen. Hier, das hat zum Beispiel 679 Aufrufe. Ein Auftakt nach Mars? Ich werde euch wöchentlich von... Stopp! Ein Auftakt nach Mars. Das ist für mich so eine typische Hook, die zu intellektuell gedacht ist. Wenn dein Thema Fantasy Football ist, dann muss sofort klar werden, dass es um Fantasy Football geht. Und danach redet er jetzt über seine TikTok-Fantasy-Football-League. Und das hätte ich sofort an den Anfang gepackt. Das heißt, die Hook hat nichts mit Inhalt zu tun, die Leute sind abgeschränkt und swipen weiter. Nächstes Video auch nochmal von Tim. Es zeigt nochmal was anderes ganz deutlich. Und ich glaube, ich war noch nie so verwirrt von einer Hook wie in diesem Fall. 389, schauen wir mal rein. The Gas Bus is back. Keiner hat damit gerechnet. Gas. Wow. Also... Erstmal, The Gas Bus. Der Gas Bus is back. Und dann steht als Head noch, als Headline, Todd Waiver Wire Ads Week 8. Also wow, ich glaube, so viele Worte hatte ich noch nie in einer Zeile, die ich googeln hätte müssen. Ist vielleicht okay für Leute aus der Nische, aber ich würde sagen, selbst Leute aus der Nische schreckt das ab, weil das einfach zu viel durcheinander ist. Und dann ist dein Ton auch noch verschnellert, also ist ein Element, was unauthentisch wirkt. Es ist generell einfach zu anstrengend zu verstehen und deswegen swipen die Leute weiter. So, dann habe ich ein paar Videos von dem guten Maximilian Saal. Er ist Experte für Personal Branding, aber hat auch das Problem, dass seine Videos bei TikTok nicht so ganz performen. Und es ist ein bisschen schade, weil seine Inhalte sehr, sehr gut sind, aber es zeigt sich ein durchziehendes Thema. Hören wir mal rein. Bestimmt hast du schon mal einen der folgenden Sprüche gehört. Ja, aber welche Sprüche? Genau, es ist nicht auf den Punkt gebracht. Und man weiß gar nicht, man kann das schon machen mit den Sprüchen, aber dann muss zumindest klar werden, in welchem Kontext das geht. Also redest du über, wir können da mal kurz reinhören, worüber geht's überhaupt? Unternehmertum ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Okay, es geht um Unternehmertum. Unternehmertum. Also muss sofort klar werden, es geht um Unternehmertum. Es ist nicht schlimm, wenn du das nicht in deinen Wortlaut mit reinpackst, aber da muss als Textelement irgendwie mit rein, dass es um Business, Unternehmertum oder dass deine Zielgruppe Unternehmer sind. Noch ein weiteres Beispiel, wo es auch darum geht, okay, komm einfach zum Punkt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie verlockend ist das? Für ein paar Euro. Also ich habe jetzt sogar bis Sekunde 5 das Video abgespielt, aber ihr merkt, selbst bei Sekunde 5 kommt nicht der eigentliche Inhalt, worum es geht. Kannst du dir Views,
sondern erst bei Sekunde 6, 7, dass es um gekaufte Views, Likes geht. So, wie gesagt, es ist nicht schlimm, dass du das nicht am Anfang droppst, aber dann würde ich zumindest als Textelement gekaufte Views schon irgendwie reinpacken, damit man sofort weiß, worum es geht. Dann noch ein Video von der Startup CFO mit 355 Aufrufen. Gleiches Schema. Es ist Freitag und das F in Freitag steht für Fuck. Wofür steht denn Freitag? Man würde nicht wissen, dass es um das Thema Startup geht. Bei jedem Video musst du dir bewusst sein, dass das ein Video sein könnte, was sehr wahrscheinlich ein Video sein könnte, was Leute zum ersten Mal sehen. So ist TikTok angedacht, dass du immer dein Content optimieren musst für den Erstkontakt. Du kannst niemals davon ausgehen, dass Leute dich schon kennen. Es muss sofort erkennbar sein, dass es um Startup geht. Also komm mal auf den Punkt. Und dazu kommt auch noch, dass der Text zu weit unten ist. Also es geht nicht mit dem Thema direkt los und die Hook ist so um die Ecke gedacht, völlig unnötigerweise. Dann noch ein Video von der Startup CFO und zwar mit 377 Aufrufen. Ersten 2-Sekunden-Check. Deutschland hat ein neues Unicorn und zwar Text. Niemand außerhalb der Startup-Bubble weiß, was Unicorn bedeutet und dass es gerade um Startup geht und was Textfix ist und der Text ist zu weit unten. Nicht relevant, quasi für niemanden, außer für die Leute, die dich als Person schon kennen. Und das ist bei einem neuen gegründeten Kanal immer sehr unwahrscheinlich. Dann habe ich auch noch ein paar Kundenbeispiele von mir mitgebracht. So, zum Beispiel für den guten Johannes Kliesch von Snox. Und da machen wir den 2-Sekunden-Check mal kurz. Ich habe einen Werbespot gekauft für die Champions League. 2 Sekunden. Und ihr habt gesehen, es passiert gar nicht so viel. Er steht Text da, sehr stur, keine Animation, aber... Wir haben keine Werbung drin, es steht nicht noch irgendwie dick im Hintergrund, Snox. Es steht nicht irgendwie, die Dinge passieren nicht gleichzeitig, das Bild ploppt nicht ein oder es wird Wort für Wort animiert. Es ist gefilmt für TikTok, sein Gesicht ist hier oben im goldenen Schnitt für TikTok gemacht. Die Untertitel sind gut lesbar, mitten in der Mitte. Mit Farben, die einen guten Kontrast bieten. Die Stimme ist einfach zu verstehen. Er hat sein Mikrofon direkt hier. Es ist nicht irgendwie am anderen Ende des Raumes. So, das Video funktioniert zusammenhangslos. Ich habe einen Werbespot gekauft. Es geht direkt mit dem Thema los und er fängt nicht an mit einer Pseudo um die Ecke gedachten Hook. Sowas wie, was ich jetzt sage, das werdet ihr mir nie glauben oder irgendwie so. Eines oder mehrere dieser Trigger-Themen sind erkennbar. Eine Geschichte wird aufgebaut. Es geht um Finanzen, etwas gekauft. Es geht um bekannte Marken. Es werden Bayern und FC Barcelona eingeblendet. Und es geht auch um ein Thema seiner Nische, also indirekt, weil es um E-Commerce geht. Und es wird eine Spannungskurve aufgebaut, weil eine Geschichte eingeleitet wird. Und wir leiten die Geschichte ein und hauen direkt dahinter sogar noch eine Transformation rein. Der 2 Millionen Leute verwirrte und so viel Umsatz gebracht hat. Das heißt, wir haben die Leute mit der Geschichte gelockt, die bleiben deswegen schon dran und ziehen den letzten Rest der Leute auch noch hinterher, die wissen wollen, wie viel Umsatz das gebracht hat. Dieses Video hatte übrigens 550.000 Aufrufe innerhalb von ein paar Tagen. Das nächste Video ist von meinem Kunden Georg von Kryptore. Bei ihm geht es alles ums Thema Krypto. Da haben wir gerade angefangen, seinen bestehenden Account ein bisschen aufzupimpen mit ein bisschen mehr Content. Und dort hat eines unserer ersten Videos, die wir gepostet haben, und das ist Nische, das muss man dazu sagen, direkt mit 55.000 Aufrufen nach einem Tag gehittet. Und wir schauen mal rein. Erster 2-Sekunden-Check. 2016 habe ich 2.000 Euro in Bitcoin. Punkt Nummer 1, keine offensichtliche Werbung. Man könnte argumentieren, hey, im Hintergrund ist ja sein Firmennamen so halb angeschnitten irgendwie zu sehen, aber es ist nicht im Zentrum und es fällt nicht sofort auf, sondern nur, wenn man es weiß. Es passieren nicht so viele Dinge gleichzeitig. Er sitzt in der Mitte, Text, der Bildausschnitt passend für 9:16, Untertitel sind gut lesbar, genau in der Mitte, Stimme ist einfach zu verstehen, weil Mikrofon gut. Das Video funktioniert zusammenhangslos, es ist alles erklärt, ich habe 2000 Euro in Bitcoin investiert. Es geht direkt mit dem Thema los. Der Anfang ist einfach zu verstehen und die 2 letzten Punkte, eines oder mehrere dieser Trigger-Themen sind erkennbar, es ist eine Geschichte und es geht um Finanzen und eine bekannte Marke wird genannt. Bitcoin und es ist auch noch in seiner Nische. Und es wird eine Spannungskurve aufgebaut. Es wird nicht direkt gesagt, vorher, nachher, aber wir erzählen eine Geschichte. Ich habe 2000 Euro in Bitcoin investiert. Das ist eine Geschichte, die ich immer und immer wieder gerne nutze, weil das einen Ausgang impliziert, weil die Leute wissen wollen, okay, was ist aus dieser Investition geworden? Dann haben wir noch ein drittes Beispiel von meinem Kunden René Schoppe. Bei ihm geht alles ums Thema Marketing-Automation, also alle Schritte innerhalb eines Unternehmens zu automatisieren. Und das ist auch auf jeden Fall viel mehr Nische. Und hier schauen wir uns mal den 2-Sekunden-Check an. 3 Tools, mit denen ich täglich meine Arbeit automatisiere.
Drei Tools, mit denen ich täglich meine Arbeit automatisiere. Haben wir Werbung? Ah, da könnte man argumentieren, ah, hier wird er gleich Werbung für Webseiten machen. Das löst sich aber auf, weil es mehr wirkt wie ein Ratgeber. Hier sind meine Tipps, wie ich meine Arbeit automatisiere und wie du das auch können könntest. Es passieren nicht so viele Dinge gleichzeitig, alles ist einfach stur eingeblendet. Der Bildausschnitt ist passend für 9 zu 16, die Untertitel sind in der Mitte, also gut lesbar. Stimme ist einfach zu verstehen, weil gutes Mikrofon. Das Video funktioniert zusammenhangslos, es geht direkt mit dem Thema los, keine Begrüßung. Der Anfang ist einfach zu verstehen, weil die Hook wirklich simpel formuliert ist. Und eines oder mehrere dieser Trigger-Themen sind erkennbar. So, und da haben wir in diesem Fall ein Thema, seine Nische, Automation. Und die Spannungskurve wird aufgebaut, indem er ein Listicle hat. Drei Tools, mit denen ich täglich meine Arbeit automatisiere. Und wir haben das noch ein bisschen befeuert mit ein bisschen Videomagie-Magic, indem wir diese Tools schon zeigen, aber in gepixelter Variante. Das ist ein bisschen mehr, dass dir noch angeregt wird. Ah, was für ein Tool ist das? Aufgabe für dich, schau in die Videos rein, die du bisher auf TikTok gepostet hast und geh die Checkliste durch. Wenn du einen oder mehrere dieser Punkte nicht erfüllst, dann weißt du jetzt ganz genau, warum dein Video nicht performt hat, wie du es dir erhofft hast. Und in Zukunft kannst du bei deiner Videoproduktion diese Checkliste einfach durchgehen und sicher gehen, dass deine Videos nicht mehr nur zwischen 200 und 400 Aufrufe bekommen.